Ja, hi zusammen, willkommen auf meinem Kanal. Ja, willkommen zu einem neuen Unbox-Video. Und zwar habe ich mir was Schickes bestellt und wollte es jetzt auspacken. Und ja, ich muss erwähnen, das Paket liegt bei mir schon bestimmt seit 2-3 Wochen rum und bin noch gar nicht dazu gekommen, das auszupacken. Normalerweise muss ich das immer direkt auspacken und es mir direkt anschauen. Aber irgendwie wollte ich das genießen und dann dachte ich mir, komm, wenn du den richtigen Zeitpunkt dafür gefunden hast, dann machst du das. Und ja, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Wochenende, jetzt endlich frei, morgen ausschlafen und dann kann man heute noch ein bisschen genießen. Später noch so ein paar Filmchen gucken eventuell. Aber erstmal hier, ich zeig euch das mal. Das ist das Paket. Ja, und das wird jetzt aufgemacht, ja. So, ich habe mir mein Messer schon mal vorbereitet. Zack. Aha, das kann zur Seite. Ich bin mega gespannt drauf. Ah, so sieht's aus. Ah, so ist es verpackt. Okay. Raus, raus. Jawohl, meine nächste First for Figures Figur. Ja, ich habe ja schon eine, die Crash Bandicoot da hinten. Da seht ihr es, da ist er. Und das ist meine zweite. Und also meine zweite von First for Figures. Und ich bin echt, echt gespannt. Also ihr seht es ja, das ist halt diese Lux Edition oder was ist das? Weil es gibt den Luigi einmal einzeln, wo der alleine steht. So gibt es den auch. Und dann nochmal mit dem Hund. Ja, mit dem Geisterhund. Und ich wollte unbedingt diesen haben, weil der leuchtet auch echt schick abends, soweit ich weiß. Und deswegen, das soll auch richtig cool aussehen. Und ich glaube auch dieser Rucksack hinten von dem Luigi, der leuchtet auch. Und das gucken wir uns aber alles noch gemeinsam an. Ja, auf jeden Fall, die Box sieht schon echt schick aus. Also schick verpackt. Ja, hier von der Seite mit dem Hund. Das sieht einfach... Ich mag auch so diese Fensterboxen, ja. Ich mag das bei diesen Funko-Pop-Figuren. Also ich finde, diese Funko-Pops sehen viel besser aus in der Verpackung. Also wenn man die rausnimmt, klar, es gibt so, ich habe es gesehen, so ganz spezielle Schränke dafür. Kann man sich auch noch so ein bisschen zusammenbauen. Und bei einem Sammler habe ich das gesehen. Ich habe bei dem ja einmal so Funko Pops abgeholt. Und bei dem sah das ja echt genial aus. Die waren alle ausgepackt in so kleinen, dünnen Schränken. Ja, und das sah cool aus schon. Aber ich finde die Verpackungen dabei irgendwie echt cool. Und bei solchen Fensterboxen, ja, da wird mir auch richtig warm, wenn ich die so sehe. Ja, ja, packen wir das Ding mal aus. Machen wir mal. Also, hier sehe ich schon mal, da muss ich mal so ein bisschen ja das Messer benutzen. Für den Tesafilm und hier auch noch. Zack, vorsichtig sein. So. So geht's da auf. Ja. Ich sehe schon. Ah, jawohl, jetzt. Komm raus, komm raus. Mhm.
jetzt hier die leere Box. Und da sehe ich was drin. Eventuell ist es das Zertifikat oder irgendeine Karte. Ja, das sind dann... Ich glaube, wenn man sich dann bei First for Fidgers anmeldet, gibt es da irgendwelche Punkte extra und bei der nächsten Bestellung gibt es einen Rabatt. Habe ich noch nie gemacht, weil ich habe die Sachen noch nie über First for Fidgers bestellt, sondern direkt hier über Deutschland. Und dann bin ich mir auch sicher, dass alles heile ankommt, weil Versand aus dem Ausland habe ich schon mal gehabt. Und wenn da was kaputt ankommt oder so, ja, wie willst du es dann wieder zurückschicken und so weiter? Dann immer dieses Hin und Her. Dann zahle ich lieber halt hier in Deutschland bei jemandem, bestelle ich mir dann und halt zahle ich ein bisschen mehr natürlich. Aber ich weiß, die Sachen wurden ausgepackt und nochmal nachkontrolliert und so, dann ist man halt auf der sicheren Seite. Jetzt befreien wir mal den Luigi raus. Ah, oh, ist das laut, Leute. Ui. So. Da ist er. Ah. Hier. Ist Luigi mit seiner Taschenlampe und mit dem Hund. Ja. Ah, sieht schon echt schick aus. Also auch wirklich die Farben, die sehen so cool aus. So sieht das von der Seite aus. Also hier ist die Base. Da kommen dann halt die Batterien rein. Oder man kann es auch hier hinten anschließen. Hier kann man das sehen. Dieser Eingang. Ja, echt cool. Echt cool gemacht. Also was so Spiele angeht, sind wirklich First for Fidgers die Meister. Da seht ihr auch noch auf der Base seine Pfotenabdrücke, also von diesem Hund. Cool. Das sieht cool aus, aber ich weiß jetzt nicht, ob die Batterien hier drin sind oder... Gucken wir mal, machen wir das mal an. Nein. Also, da muss man erstmal Batterien einlegen und dann das machen wir gleich alles separat. Ja, ich würde mal sagen, ich wechsle jetzt mal die Kameraperspektive und wir gucken uns das mal genauer an. So, da ist die Figur. Ich finde jetzt von dieser Kameraperspektive sieht das auch noch viel schärfer aus, also bessere Qualität und da sieht man es genau. Hier ist Luigi. Ja, ein bisschen ängstlich. Hier sieht man auch noch hier den Rucksack oder Staubsauger ist das. Ja. Seine Mütze. Vorne L drauf. Aber guckt euch das an, die Farben, also die Augen, das sieht alles so cool aus. Auf jeden Fall. Also hier sehe ich schon mal wahrscheinlich der Knopf. Ich weiß nicht, ob man den betätigen muss, damit es leuchtet. Ja, wir werden es da am Ende sehen, weil in der einen Hand halte ich erstmal die Figur fest und in der anderen das Handy. Und ja, hier, das sieht doch alles echt schön aus.
schön farbenfroh. Die Handschuhe. Hier noch so seine Zähne. Alles echt gut gemacht. Der Schnurrbart. Hier mal seine Schuhe. Die Jeans. Und auf jeden Fall, ja, das Highlight ist ja eigentlich hier dieser Hund, weil soweit ich weiß, leuchtet er abends und dann sieht das ja noch genialer aus. Also davon werde ich auch noch so ein separates Short-Video machen, wie die Statue halt normal aussieht und dann im Dunkeln, wie sie am Leuchten ist. Richtig cool. Richtig geil. Drehen es mal um. Also hier kommen dann die Batterien rein. Da muss ich erstmal aufschrauben. Dann hier der Knopf zum Umschalten, ja. Der An- und Aus-Knopf. Collectors Edition. Vom Jahr 2019 ist schon die Figur. Ja. Cool. Auf jeden Fall hier noch auf der Base sieht man ja, wie gesagt, noch so die Pfotenabdrücke, der Teppich. Auf jeden Fall sieht noch seine Zunge echt lustig aus von dem Hund. Ja, einfach nur cool. Ich mag einfach die Statuen, wollte ich schon sagen, die Figuren von First for Fidgers. Es gibt noch eine, die ich mir auf jeden Fall kaufen möchte. Die kommt dann demnächst. Also eigentlich wollte ich auch die gar nicht anfangen zusammen, weil ich dachte mir ja so Spiele, aber hey, ich bin auch ein Gamer und ich liebe es zu zocken, je nachdem was. Und wieso nicht? Es müssen ja nicht nur Filmfiguren sein, also von Spielen geht's auch. Passt auch in meine Sammlung. Ich mache das und das gerne. Also ich gucke gerne Filme und zocke auch gerne, ja. Ja, cool. Das sind so viele Details mit den Jeans. Das sieht diese ganze Naht kann man ja auch genau sehen. So cool gemacht. Ja. Diese Gurte hinten. Ja, cool. Klasse, klasse. Ich freue mich drauf. Wieder mal eine neue Figur in meiner Sammlung. Und ja, es wird halt mehr. Ich muss dann halt nur noch hier umbauen. Wollte ich jetzt schon längst machen, aber kam noch gar nicht dazu. Irgendwelche neuen Vitrinen kaufen, ja, muss ich halt noch ein bisschen abwarten. Aber dann, wenn ich das alles so draufstelle und schön präsentiere, dann mache ich auf jeden Fall wieder mal so eine Overview. Aber wie gesagt, das dauert ja halt noch ein paar Monate, aber cool. Ich bin echt froh über diese Figur. Viele coole Details, viele schöne Farben. Und das ist ja das, was First for Fidgers echt auszeichnet. Diese Farben. Genial. Genial. Ich freue mich drauf. Ja, ja, wie gesagt, also ich wechsle erstmal die Kameraperspektive. Ja, wie gesagt, echt eine tolle Figur. Ja, gefällt mir. Ich muss mal gucken, wie ich die dahin stelle, ob ich die neben dem Crash dahin stelle oder nicht. Vielleicht da irgendwo muss ich mal schauen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall wieder etwas Neues in meiner Sammlung. Ja, geil, einfach nur geil. Sieht geil aus, geile Farben. Kann man echt nicht meckern. Also ich bin
sehr zufrieden und ja, wenn ich das jetzt hier ausgeschaltet habe, dann werde ich mal unten aufschrauben, eine Batterie reinlegen und dann mache ich noch so ein extra Short, wie die halt abends am Leuchten ist. Könnt ihr euch gerne dann anschauen und cool. Einfach nur genial. Ja. Ja, super. Vielen Dank fürs Zugucken und ich bin echt happy. Ja, Sammler halt, ne? Jedes Mal, wenn was Neues reinkommt, dann freut man sich wie ein Kind und ja, was soll man machen? Eine Krankheit. Es ist halt eine Krankheit. Es muss immer was Neues her. Ne? Genial. Ja. Vielen Dank fürs Zugucken und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schönes Wochenende euch allen. Ciao.